Hi, meine Freunde, Andi hier und ich habe mir immer gedacht, welche beste Gelegenheit ist es, mit euch gemeinsam Hyper-Alpha auszuchecken. Ist natürlich nicht mehr First Listen, ganz ehrlich, die könnte ich natürlich auch in die Description schreiben, aber ich habe vor 3 Jahren, als der Song rausgekommen ist, natürlich das hart gesuchtet, Electric Callboy, und habe die Band auch schon mehrfach gesehen, muss sagen, auch pre-Nico, also damals noch mit Sushi, mit dem alten Sänger mehr oder weniger, fand ich die Band auch schon ziemlich cool, muss ich sagen, haben live ziemlich abgerissen. Ghost Kid höre ich mittlerweile auch sehr gerne, also die Band, die neue Band von Sushi, auch mega cool, Heavy Rain, habe ich mir, glaube ich, hieß das Song, ne, letztens reingezogen, fand ich auch ziemlich gut. Nico klickt mit meinem persönlichen Geschmack noch ein bisschen besser, muss ich sagen, also ich finde auch das Audition-Video mit Prism damals von ihm war mega gut, also vielleicht kram ich das auch nochmal aus, und ich dachte, vielleicht kennst du ja Electric Callboy noch nicht und ich kann dir die Band noch ein bisschen näher bringen, beziehungsweise wir können uns das Ganze gemeinsam anhören und du entdeckst vielleicht ist wieder auch eine Band, kann ja auch sein. Ich bin ein bisschen müde, ein bisschen kaputt. Ich könnte jetzt auch gerade ein kleines Nickerchen machen und mir einen Kamillentee. Aber ich habe gedacht, welche beste Gelegenheit bei einem verregneten Nachmittag jetzt, / Abend, mit euch die Band gemeinsam auszuchecken. Und ich würde sagen, ich springe direkt rein, nicht lange schnacken. Ab geht's. Ey, es triggert hart mein ADS, ey. Auch so ein bisschen wie hieß das im Englischen, das ist Ice Skating, ne? Dieses Mist, Schlittschuhlaufen, genau, diese Schlittschuhlaufhallen früher im innen drin oder außen, ne, mit dieser ganzen Mucke, das erinnert mich gerade da voll dran, vielleicht weißt du, was ich meine. Greenscreen, ne? Jedes Mal erwischt er mich so krass. Electric Callboy, ich wollte eben schon das andere E-Wort sagen. Ist noch so ein bisschen drin in der Gewohnheit. Ja, krass, ey. MC Thunder war auch mit dabei, Kalle Kuschinski und die Jungs von Electric. Ey, ich finde es richtig krass. Also ich muss sagen, auch nach jetzt 3 Jahren wieder mal reinhören, bangt der Song immer noch so krass. Und es gab wirklich verschiedene Stellen, auch gerade am Anfang, ne? Als
Nico mit seinen Shouts direkt um die Ecke kam, fand ich das damals auch sehr, sehr bereichernd, muss ich sagen. Also ich dachte so, oh yes, das geht in die richtige Richtung. Und ja, alles in allem, wie gesagt, ein cooles Video, super low-budget-mäßig. Müsst ihr euch mal ein paar Interviews mit den Jungs reinziehen, die haben ja auch gemeint, einfach ein bisschen Pressspanplatte ausgesägt und ein paar Lichter. Ein Ferrari haben sie, glaube ich, von einem Kumpel oder so irgendwas, ne? War das doch irgendwie so ausgeliehen, also irgendwie wirklich super, super, super krass low-budget und dafür richtig nice und vor allem so richtig trashig, auch mit dem schönen Greenscreen im Hintergrund und, also nicht im Hintergrund, aber ne, ihr wisst, was ich meine, so richtig cool. Das ist so, vor allem das Ding ist, ich finde auch das Schöne, also wirklich das Schöne daran ist jetzt einfach, dass du nicht irgendwie krass hochproduzierte Videos brauchst, um Musik zu transportieren. Ja, wenn du einen Song hast, der wirklich cool ist und der ankommt, und das war es ja offensichtlich, klar, natürlich die Visuals gab es auch noch zum Teil so einen schönen Aha-Effekt mitgeliefert, aber fand ich persönlich auch damals, wenn man eigentlich relativ einen safen Song hat, der wirklich richtig gut ist, richtig, richtig gut, so dann brauchst du keinen Millionenbudget für ein Video, heutzutage eh nicht mehr. Da ist es ja natürlich, wenn man sich mal vergleicht mit zu früher, ich weiß, früher war alles anders, um es mal so zu sagen, aber da war es ja noch viel krasser, ne? Da war Videodreh ja wirklich halb schon Hollywood-Produktion und so. Und ich will nicht wissen, wie viele Firmen da richtig Kohle und Asche gemacht haben damals mit den Künstlern. Aber heutzutage ist es ja richtig cool, dass du die Cinematografen und ja, die ganzen Produktionscompanies hier auch an der Stelle, Shiloh Brothers, mega cool, immer in jedem Video von den Boys richtig, richtig gut. Also ich finde, die beiden sind aber natürlich noch mehr, klar, aber hier Pascal und sein Bruder Oliver, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall Shiloh Brothers, mega cool, haben auch ihren eigenen Stil so, den man, finde ich, in den Videos immer wieder erkennt und mir hat es mega cool gefallen, mega gut gespannt. Sorry, ich bin einfach ein bisschen lost heute. Es ist einfach, der Regen, es regnet direkt in mein Hirn rein. Lass mir doch mal in den Comments auf jeden Fall da, welchen Song du von Electric Callboy am coolsten findest, aus dem kompletten Katalog, wirklich von allen Songs, die du zur Auswahl hast. Poste doch mal unten in die Comments, würde mich auf jeden Fall interessieren, was so dein Lieblingssong ist, unter anderem meiner persönlich auch Mindreader. Ist ein richtig cooles Ding und ja, ich hoffe, ich konnte dir was Neues zeigen. Falls nicht, hoffe ich, dass du ein bisschen Spaß hattest hier bei dem Video und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, im nächsten Video, spätestens im nächsten Video. Lass mir gerne ein Like da oder ein Abo auf dem Channel und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, meine Freunde, euer Andi.